Hallo und jetzt eigentlich zu Tropico 4, Modern Times, das Add-on in der Mission Nummer 2. Ich habe die Befürchtung, dass das Zusammenfliegen von Tropicos Wirtschaft nur eine vorübergehende Lösung ist. Vorerst habe ich die Krise wohl abgewendet, aber ich muss vorausplanen. Ich brauche ein Sicherheitsnetz gegen zukünftige Rückstöße aus der andauernden weltweiten Krise. Dazu muss ich einige meiner kleineren Inseln entwickeln. Ich habe heute einen seltsamen Brief erhalten. Er wurde in einem sehr fordernden und leicht unfreundlichen Ton von einem gewissen Dr. Steinschneider verfasst. Er besteht darauf, dass er zwar ein Wissenschaftler, aber nicht verrückt ist. Er wollte mich außerdem vor einem neuen, biologisch erzeugten Virus warnen. Kompletter Unsinn, wenn Sie mich fragen. Ja, und kompletter Unsinn sollte man bei Tropico wohl nie sagen. Schwierigkeitsgrad 129%, hat sich leicht gesteigert. Und ich weiß, ich beschwere mich immer darüber, dass Tropico 4 so einfach ist und nehme dann die bereits entwickelten Charaktereigenschaften. Es ist die Frage, soll man da vielleicht irgendwas ändern? Weil im Prinzip natürlich, wenn es mir viel zu leicht ist, gäbe es natürlich auch die Möglichkeit, mal negative Sachen zu wählen. Oder auch einfach mal andere Charaktereigenschaften zu entwickeln. Allerdings, ja, das beeinflusst halt dann wieder das Hauptspiel. Und ja, da hätte ich gern ein bisschen eine Trennung gehabt. Oder zumindest die Möglichkeit, das zu trennen. Ja, natürlich, wir können jetzt auch einen neuen Charakter anlegen. Und mit dem das Add-on spielen, was eigentlich nicht ganz die schlechteste Idee wäre, fällt mir ein. Aber egal, das machen wir jetzt so. Nur die Frage ist, wenn wir irgendwas ändern. Wir hätten ja noch Veteran fürs Militär, den Plantator noch vom Add-on, weil ich ja gesagt habe, die Add-on, vom DLC, die DLC-Sachen will ich nicht verwenden, genauso wie der grüne Daumen. Sollen wir einfach bei dem bleiben, was wir haben, unser Standardcharakter. Ich bleibe mal dabei und warte darauf, dass ihr was kommentiert und vielleicht sagt, nein, macht das irgendwie anders und dann reden wir nochmal. Präsident, es ist an der Zeit, auf der Isla del Furioso sicher Fuß zu fassen. Dieser Ort hat Potenzial, aber wir müssen unsere Bevölkerung stärken und eine Zahl von 100 Bürgern erreichen, um eine gesunde Arbeitskraft zu haben. Mit einer festen Grundlage können wir eine blühende Inselnation auf diesen riesigen Felsen mitten im Meer aufbauen. Bauen Sie ein Einwanderungsbüro, um diesen Prozess zu beschleunigen. Sie brauchen 100 Bürger. Ja, und schon mal netter Start, rein optisch gesehen. Interessante Felsformationen. Ja, dann starten wir ganz klassisch. Und ganz klassisch ist bei mir mal umschauen. Okay, Agrarbedingungen. Ein neuer sonniger Tag auf Tropico, der schönsten Insel der Karibik. Hier ist TNT. Ich bin Sunny Flowers und mein Co-Moderator Penultimo ist gerade etwas beschäftigt. Nein, Präsidente. Ja, Präsidente. Gewiss, Präsidente. Zeit für etwas Musik, schätze ich. Ja, die Agrarbedingungen nicht gerade die besten, wie wir gesehen haben. Rohstoffmäßig auch nicht extrem viel. Wäre natürlich die Frage, sollen wir wieder mal auf Tourismus gehen? Auch lang nicht mehr gemacht. Oder Öl. Hier gäbe es massenweise Öl auf der Insel und Öl habe ich sowieso immer vernachlässigt. Sollen wir mal auf Öl gehen? Ja, warum eigentlich nicht? Ja, verdienen wir unser Geld mit Öl. Passt. Dann entsprechend werden wir da gleich passend starten und jetzt habe ich so lange nicht mehr Öl gebaut. Bohrturm. Einen Bohrturm aufstellen. Der muss auf das Vorkommen. Da wäre noch eins. Direkt nehmen wir Palast Öl bohren. Ja, warum nicht? Unsere private Ölquelle. So, mal langsam laufen lassen. Allerdings brauchen wir hier halt Hochschulabsolventen. Das ist das einzige Problem an Öl, warum ich es normalerweise nicht gern mache. Ja, aber ziehen wir das durch. Starten wir direkt mit Öl. Ja, warum nicht? Ja. Ist so entschieden, mache ich diesmal so. Ist vielleicht sinnlos schwierig sogar, aber ja, warum nicht? Schwierig macht Spaß. So. Dann sollen Sie das mal bauen als erstes.
Ja, Einwanderungsbehörde ist die Frage. Sollen wir das auch gleich noch angehen? Ich möchte eigentlich meine Leute zuerst gut versorgt wissen. Ist ja auch für alle, die jetzt neu dabei sind und mein Tropico 4 Let's Play noch nicht gesehen haben. Ich will immer, dass meine Leute zufrieden sind. Und ich bin ein netter Diktator und beute auch niemanden aus und verlange von niemandem viel Geld und zahle immer ganz viel Gehalt. Mitunter hauptsächlich deswegen, damit Tropico einfach halbwegs schwierig ist. Weil wenn man so richtig auf Leute quälen spielt, dann rebellieren sie zwar ein bisschen, aber man verdient sich einfach dumm und dämlich. So, Garage gibt es da, okay. Ja, haben wir schon zwei Leute, die da arbeiten. Es gab Aufstände, nachdem die Armee versucht hat, Pfarrer Esteban gewaltsam aus einer Bar zu holen, damit er die Messe in der neuen Kirche abhält. Seitdem werden einige Soldaten vermisst, vermutlich betrunken. Der Pfarrer sagte Folgendes. Noch so einen, aber einen großen. Schaut's denn aus mit Nahrung überhaupt? Eine Farm? Oder steht irgendwo eine zweite, die ich nicht gesehen habe? Ich glaube wirklich nur eine Farm, okay. Ja, Staatsschulden. Schon okay. Einziger Vorteil, hier arbeiten weibliche Hochschulabsolventinnen in dem Fall. Heißt, hier für die Klinik sind die männlichen übrig. So, das stellen wir gleich auf qualifiziert. Schiff hat ohne Exportgüter abgelegt, aber das kommt ja erst noch. So, da wird jetzt schon fleißig produziert. Jetzt ist halt die Frage, wie schaut es aus mit der Raffinerie? Ich meine, wir brauchen sie nicht unbedingt, aber es wird halt noch mehr Geld bringen. Werden wir uns dann früher oder später auch leisten. So, da haben wir noch niemanden. Ich hoffe mal, dass mit dem nächsten Schiff passende Leute kommen für die Kirche. Und da warte ich auch noch auf den ersten Export, beziehungsweise die erste Auslandshilfe und dann bauen wir weiter. Nämlich gleich noch den zweiten Bohrturm. So, mal schauen, wie viele Leute kommen. 6 neue Einwanderer, ja, immerhin. War da jemand dabei? Wir werden es gleich sehen. Wenn nicht, werden wir kaufen. Na, schaut nicht so aus. Dann leisten wir uns mal zumindest 2. Und ich denke, wir werden ziemlich schnell für passende Schulbildung sorgen müssen, oder? Ja. Eben, dass wir die Bohrtürme auch gut besetzen. Ja, sollen wir da gleich anfangen. Starten wir mit der Grundschule. Und da drüben möchte ich ein bisschen für Nahrung frei halten. Wir das jetzt eher als da am Rand hinquetschen. Na, da arbeitet jetzt nur noch eine Dame. Ah, die haben sich verteilt. Ist auch okay. So, irgendwer ist entweder ausgewandert oder von uns gegangen, anderweitig. Ja, jetzt brauchen wir halt auch Jobs für nicht ganz so qualifizierte Leute. Darum werden wir eine zweite Farm bauen. Allerdings eben auf der Insel schaut es echt schlecht aus mit allem. Papayas, ja. Besser wie nix. Fischereien haben wir auch 2. So, da werden wir gleich ein bisschen mehr zahlen. Die streiken immer als erstes und zahlen wir gleich allen mehr. Wir haben es ja. Zumindest leiste ich es mir. So, Schiff nähert sich dem Hafen und ja, 10.000 Export schon. 2 Experten, 10 neue Einwanderer. Sehr gut. Grundschule ist auch gleich fertig. Dann, wie üblich, Ministerium. Und vielleicht denke ich diesmal sogar dran, dass wenn ich irgendwelche Erlässe rausgebe, dass ich die dann auch nutze. Wäre eine Sache. Ah ja, da arbeiten jetzt schon 3 insgesamt.
Ja, das schaut gut aus. Mit dem Öl, glaube ich, nicht die schlechteste Wahl. Ja, jetzt müssen wir halt ein bisschen durchhalten, einfach mal warten und alles der Reihe nach bauen, dass die Leute halbwegs zufrieden sind. Das heißt, Unterhaltung braucht es jetzt auch noch mit dem, wie ich inzwischen weiß, neuem Theater. Ich meine, habe ich es mir eh schon gedacht. Das gefällt mir eigentlich nicht schlecht. Der böse Tukan, das Lieblingsbuch von Frau Nass vorstellen. Aber es stellte sich als für Kinder ungeeignet heraus. Die Texte würden selbst einen alten Seebären erröten lassen. So, diesmal haben wir ziemlich schnell einen Rebell bekommen. Das ist einfach, wenn man sich, zumindest meinem Gefühl nach, relativ am Anfang gleich auf die Wirtschaft konzentriert, dann hat man sehr schnell... Ja. Die Anzahl der Rebellen auf Tropico steigt ständig. Eben, Probleme mit den Rebellen. Ja, jetzt eben ist die Frage, fürs Auswärtige Amt sollen wir uns da jemanden kaufen? Ich würde sagen, ja, es dauert uns immer ewig, bis wir da wem haben. So, Theater ist in Arbeit. Und dann werden wir nach und nach die anderen Sachen bauen. Ja, es wird auch zum Teil schon wieder ausgewandert. Eben, und das ist normalerweise der Ansatz, den ich, wenn ich jetzt so ein Endlosspiel spiele, offscreen nicht so verfolge, sondern ich kümmere mich immer zuerst, oh, der Preis aller Häuser sinkt um 50%. Schon ohne Ministerium. Jetzt ist die Frage, sinkt das mit Ministerium noch weiter? Also mit, nicht mit Ministerium, mit dem Erlass. Den werde ich jetzt nämlich machen und dann sehen wir das gleich. Wow, das ist ja quasi geschenkt. So, wo sehe ich da jetzt den Preis? Mietshaus 400, Apartment 500. Ja, das muss man eigentlich total ausnutzen. Einfach so viele Apartments wie möglich bauen. Ich meine, das kostet ja gerade gar nichts. Einfach alles irgendwie zukleistern da, bis das Geld aus ist. Das muss man echt ausnutzen. Ja, da ist jetzt die Farm ein bisschen im Weg, die man auch noch verlegen. So, nicht sehr schön gebaut. So. Ja, Wahnsinn. Ja, für den Preis. Ja, super. Das dürfen die dann mal eine Zeit lang bauen. Ja, also das hat sich jetzt echt gelohnt, da ins Minus gehen soweit. Ist die Frage, ob wir nicht noch mehr bauen sollten. Das Schiff exportiert im Wert von 10.000. Okay. War es von vorher noch, oder? Weil eigentlich... Na, egal. So, Grundschule ist in Betrieb, das Theater auch. Die Farm, ja, die Häuser werden gebaut. Und dann, sobald wir wieder Geld haben, gibt es die weiteren Schulen. Und dann hoffentlich ist auch irgendwann, oh, da ist niemand mehr. Das erklärt vermutlich, warum nicht mehr extra viele Einwanderer kommen. Die Damen arbeiten jetzt alle im Theater, oder? Nein, das sind Ungebildete, von dem her, keine Ahnung, wo die abgeblieben sind. Ja, Wohnqualität, die würde jetzt gleich hoffentlich gut steigen. Haben wir jetzt jemanden für Inneres? Nein, weil ich würde gerne natürlich auch, na gut, die allgemeinen Erlässe könnte man zumindest mal rauslassen, sobald wir wieder Geld haben. Was hoffentlich gleich der Fall ist. Ja, nicht mehr lange, zu viele Hütten. Gefahr durch Rebellen gebannt, auch gut, was haben wir da? Auf Fischfarmen umstellen, das nehme ich mal an. Weil früher oder später mache ich das sowieso. Die Sowjets die Amerikaner atomisieren und die Amerikaner wollen die Sowjets atomisieren. Und zwar mitten in der Karibik. Um den Planeten und Tropico zu retten, hat El Presidente die allgemeine Wehrpflicht eingeführt. Also ab in die Kaserne. Übungen, wie sie eine Nuklearrakete mit ihrem Körper aufhalten,
beginnen um 13 Uhr. Ja, radikal. So, wie machen wir jetzt weiter? Was wollte ich eigentlich? Ah, ich wollte, na, Unterhaltung haben wir, Religionsqualität haben wir eigentlich auch. Ja, dann warten wir einfach, bis wir ein bisschen Geld wieder haben. Ah, fast. Neue Einwanderer. Da ist jetzt auch wieder besetzt. Oh, jetzt haben wir wieder Geld. Heißt, Schule. Jetzt ist die Frage, soll ich da alles da oben hinbauen? Weil das ist eigentlich die einzige Chance für Nahrung. Sollte man die Stadt eher da unten hinbauen. Aber im schlimmsten Fall importieren wir einfach. Was soll's? So, die Oberschule. Quetschen wir auch irgendwo da hinten rein. So, da arbeitet wieder niemand. Ja. Also qualifizierte Leute braucht man, beziehungsweise müssen wir jetzt einfach echt dringend selber ausbilden. Ja. Wird schon kommen. So, Freiheit. Dann baue ich wie üblich, mache ich auch ganz gern, eine Zeitung. Und dann werden wir uns was mit für die Farm da einfallen lassen müssen. Beziehungsweise wollte ich ja eh auf Fischfarmen umstellen. Nach und nach zumindest. Da ist eh schon leer gefischt. Dann gehen wir noch nach außen. Aber die Fischfarmen ist eine gute Frage. Vielleicht gehen die gar nicht auf das Fischgebiet hier, ob da gute oder schlechte Lage ist. Allerdings, warum wird es dann angezeigt, wäre die Frage. Vorsichtshalber, lieber da ins grüne Gebiet. So, zwei neue Einwanderer, das hat nicht genügt für unsere 100. Die Wirtschaft brummt. Wie schaut es eigentlich aus mit den Arbeitsplätzen? 20 Arbeitslose, 12 offene Arbeitsplätze. Das liegt daran, dass wir einfach mehr qualifizierte Leute brauchen würden. Darum besorgen wir uns ein paar Lehrerinnen. Zahlen wir da ein bisschen mehr, dass die auch hier arbeiten. Ich möchte nur niemanden von den Bohrtürmen abziehen. Unsere aktuelle Haupteinnahmequelle. Ein Krimineller, jetzt haben wir einen Rebell und einen Kriminellen, aber wird schon noch werden. 4 Monate wäre die Frage, ob wir uns einen zweiten Hafen vielleicht irgendwann leisten. Ich wollte Ihnen einige aufstellen. Wirbelsturm, super. Sir. Natürlich mitten in die Stadt, oder? Ah, nicht ganz. Aber da würde uns noch schön was kaputt machen. Unsere tollen, billigen Bauten. Ah, das Theater stehen, das ist teuer. So, die Grundschule ist mal weg. Da zerfetzt ein paar Hütten. Ja, ist natürlich mitten in der Stadt. Supermarkt ist weg, Kirche ist weg. Ja, toll. Echt toll. Ja, da würde ich auch Tropico verlassen bei einem Wirbelsturm. Ja, war zumindest ein kurzer. Der Tornado wird schwächer, ja. Präsidente. Sehen wir uns die Insel an. Gut, die Kirche werde ich mit Schnellbau wieder aufstellen. So, unsere Lehrerinnen sind gekommen. Die 100 Leute haben auch zusammengebracht, immerhin. Die Fischfarmen stehen auch fast. Schreckliche Neuigkeiten, Präsidente. Eine seltsame Krankheit soll sich über der Insel verbreitet haben. Okay. Die betroffenen Personen haben unkontrollierbaren Schluckauf, der nicht zu stoppen scheint. Unsere Ärzte können kein Heilmittel finden. Sie sagen, diese Krankheit ist zu außergewöhnlich für eine Behandlung. Vielleicht wurde sie auch künstlich erzeugt. Wir müssen schnell ein Heilmittel finden, bevor noch mehr erkranken. Vorsicht, Präsidente, wenn 100 Tropikaner sich anstecken, wird die UN die Insel unter Quarantäne stellen und unsere Wirtschaft ist ruiniert. Das müssen wir unter allen Umständen verhindern. Ja, das kann man eigentlich, befürchte ich, nur verhindern, indem wir einfach mal zumachen, die Insel. Getal,
Wie können wir denn... Ja, wie heilen wir denn die Leute? Müssen die ins Krankenhaus gehen oder... Wie läuft das jetzt? Ja, schauen wir mal, wie sich die Zahl entwickelt. Die Schluckaufkrankheit breitet sich alarmierend schnell aus, Präsidente. Okay. Unsere Ärzte tun alles, was sie können, aber wir müssen die besten medizinischen Einrichtungen bauen, damit sie die Krankheit wirksam bekämpfen können. Jedes Krankenhaus kann alle 6 Monate einen Glücklichen heilen. Wir sollten auch Sanatorien bauen, da ein Mensch alle 3 Monate dort von der Behandlung genesen kann. Vielleicht können wir die Krankheit nicht aufhalten, Präsidente, aber wir können Zeit für unsere Wissenschaftler kaufen, damit sie ein Heilmittel finden. Das heißt, Krankenhaus und Sanatorium heißt jetzt bauen. So, die Oberschule ist mal in Betrieb. Ich hätte aber auch gern noch eine Hochschule. Jetzt holen wir halt momentan gerade überhaupt keine Leute rein, was auch nicht extrem toll ist. Präsidente, meine jüngsten Umfragen zeigen, dass alles besser wäre, wenn ich, Antonio Lopez, plötzlich reicher werden würde. Ja, da lese ich gar nicht weiter. Der kriegt sicher kein Geld von mir. So, wie schaut es denn aus mit einem Krankenhaus in dem Fall noch? Ja, werden wir eins machen. Heißt, eine Windturbine aufstellen, die erzeugt 40 Megawatt da oben. Und dann ein Krankenhaus bauen. Sollte man eigentlich ein bisschen priorisieren. Heißt, ein bisschen Schnellbau verwenden. Ja, habe ich gleich die Elektrizität. Bauen wir direkt nebenan. So, die ganzen Erlässe habe ich noch vergessen. Die wollte ich auch noch machen. Sehen Sie jetzt, dass ich recht hatte, Präsident. Dr. Steinschneider hat immer recht. Aber keine Sorge, denn der gute Doktor wird Ihnen helfen, diese lästige Krankheit loszuwerden. Sie müssen mir vertrauen. Geben Sie mir 6 Ihrer besten Professoren als persönliche Assistenten und ich werde sofort anfangen, an dem Heilmittel zu arbeiten. Sie können auch Spezialisten aus dem Ausland einstellen. Ich arbeite gerne mit ausländischen Kollegen. Stellen Sie 6 Professoren ein. Das heißt, wir brauchen sowieso die Hochschule. Krankenhaus. Das lassen wir jetzt mal bauen. Und dann die ganzen allgemeinen Erlässe, nämlich soziale Absicherung und auf jeden Fall auch kostenloses Wohnen. So, haben wir schon Bildung. Ja, zwar schlecht, die Dame, aber immerhin können wir die passenden Bildungserlässe rausgeben. Das entsprechende Bildungsprogramm und die gleichgeschlechtlichen Ehen. Dann sollte zumindest einmal unter anderem das Wohnproblem gelöst sein. Nö. So. Die Aufgabe können wir jetzt auch erfüllen, beziehungsweise werden wir die, glaube ich, ein bisschen verschieben. Die Fischereihäfen zerstören. So, Krankenhaus bitte bauen. Dann sollte ich auch das Krankenhaus anklicken. Ja, eigentlich beides. Supermarkt und Krankenhaus. Ja, Geld hätten wir genug. Ein Skandal, Präsidente. Die gierigen Lebensmittelhändler wollen für Lebensmittel aus Tropico wegen der Schluckaufkrankheit weniger Geld zahlen. Ja, und an der Stelle, glaube ich, unterbrechen wir auch. Sehen wir uns in der nächsten Folge. Wünsche ich alles Liebe, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, vielen Dank und baba.